Die große Wurst. In Königsberg, der alten Stadt, beriet einmal der Magistrat, wie man dem Volk durch Lustbarkeit erleichtere die schwere Zeit. Und eine Riesenwurst zu machen, beschloss man endlich unter Lachen. Der Herold stieg sogleich aufs Ross, um kundzutun, was man beschloss. Und um das Nötige zu besorgen, begeben sich am selben Morgen die Herren all vom Magistrat, teils auf das Land, teils in die Stadt. Da mussten sie in ganzen Haufen Gewürz und Salz bei Krämern kaufen. Das Quantum ist nicht zu beschreiben, kaum war so vieles aufzutreiben. Auch Pfeffer wurde nicht vergessen, in Fässern reichlich zugemessen. Es sollte ja die Riesenwurst erzeugen einen Riesendurst, auf das, trotz seiner schlechten Biere, der Bräuer auch was profitiere. Von nah und ferne kamen Schweine, so viel man auftrieb, groß und klein. Viele Hunderte, es ist nicht gelogen, zur Stadt von allen Seiten zogen. Man kaufte sie im ganzen Herde. Die Wurst, sie muss ja riesig werden. Die rohen Metzgerburschen lachten, als nun begann das Schweineschlachten. Die Schweine aber schrien laut, und manches wehrt sich in seiner Haut. Vergeblich war Geschrei und Wut. In Strömen floss das Schweineblut. Drauf fing an, an das Fleisch zu wiegen. Hei, 400 Schläge fliegen. Gar lustig wird das Fleisch im Takt. Nun weich geklopft und klein gehackt. Zum allgemeinen Wohl und Heil. Die Ratsherren nahmen selbst dran teil. Drauf einen langen Darm man nahm. Wohl niemand weiß, woher der kam. Und mittels Spritz und Stiergespann formierte man die Wurst sodann. Auch hat man weislich nicht vergessen, sie obrigkeitlich abzumessen. Und als die Wurst nun fertig war, da trug sie eine Bürgerschar auf ihren Schultern zwei und zwei, durch aller Straßen lange Reihe. Wobei gar mancher Biedermann schon heimlich biss und leckte dran. Musik woran mit Bumm, Bumm, Bumm. So zog man in der Stadt herum. Voraus die hohe Obrigkeit. Schulmädchen auch im weißen Kleid. Bis endlich vor dem letzten Haus begann der allgemeine Schmaus. Da kamen sie mit Hund und Kind und brachten auch ihr Hausgesind. Denn hungrig waren sehr die Mägen, mit langen Messern und mit Sägen. Ging alles jetzt der Wurst zu Leib. Das war kein schlechter Zeitvertreib. Die Wurst, die man gar bald verschlang, war über 1000 Meter lang. 8000 Pfunde war sie schwer, doch blieb kein Zipfel übrig mehr. So in der Chronik steht zu lesen. Ich wär dabei gewesen.